Auf einer großen, bunten Sommerwiese lebt ein kleiner gelber Schmetterling. Alle nennen ihn Fridolin. Jeden Morgen vorm Frühstück macht Fridolin Frühsport. Er reckt und streckt sich, springt auf einem Bein und hüpft auf der Stelle. Plötzlich hört er ein Geräusch. Hä? Was denn das? Wisst ihr, was das ist? Fridolin ist schrecklich neugierig. Er möchte gerne wissen, was das für ein Geräusch ist. Darum fliegt er in den Himmel so hoch er kann. Und da sieht er ein Schiff. Das Schiff schwimmt wie eine große, dicke Ente auf einen Fluss. Es liegt ein wenig Nebel auf dem Wasser. Und damit die anderen Schiffe wissen, dass es auf dem Fluss schwimmt, macht es ab und zu tüt, tüt. Wieso gibt es Schiffe? Schiffe gibt es, damit Menschen, Tiere und Gegenstände von der einen Seite des Ufers zur anderen Seite kommen, ohne dass sie schwimmen müssen und nass werden. Es werden viele tolle Sachen auf Schiffen befördert. Kaugummi, Bonbons, Teddybären und so. Einige Schiffe fahren mit Dampf und andere haben Segel. Aber alle brauchen einen Kapitän. Ahoi. Und weil der Kapitän nicht alles alleine machen kann, hat er Matrosen, die ihm helfen. Puh, war das anstrengend. Ich bin ganz müde. Das war aber auch ein aufregender Tag. Fridolin legt sich in sein Bett und bevor er einschläft, stellt er sich vor, er wäre der Kapitän auf einem Segelschiff. Gute Nacht, Fridolin, und schlaf recht schön.